Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Indivisible. Ich bin das OMC Muffix und wir räumen jetzt mit diesen verdammten Rittern hier auf. Weil ich sie hasse. Wieso verteidigen die? Aber wenn man einen kriegt, auch, ne? Nicht mal. Ah, doch, einen habe ich immer Daumen bekommen. Okay, ganz kurz mich konzentrieren, wartet. Zack. Komm, anderer Typ. Alter, einen Schlag abbekommen. Ich muss mich so bei denen konzentrieren. Wartet mal kurz. Da müssen wir kurz Pause machen, weil die sind so stark. Und jetzt. Wieso trifft sie eigentlich den anderen nicht? Wieso trifft sie eigentlich den anderen nicht? Scheiße. So. Ohne perfekten Konter, Mann. Kann man diese Kackviecher nicht besiegen, Mann. Also. Dann machen wir es halt auf die schöne Art wieder. Dreh dich, Mädel! Ich sag ja, da explodiert gleich mein ganzer Balken immer. Also Leute, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir waren hier in Tychrome. In der Hoffnung hier für Recht und Ordnung zu suchen. Doch so einfach geht das nicht. Garuda Krul ist hier unterwegs und sorgt hier dafür, dass selbst nach dem Ableben von Mara hier Angst und Schrecken herrschen. Deswegen haben wir jetzt hier erstmal Turani, unser Mädel, wieder hier zurückgeholt und zusammen hoffentlich können wir Garuda Krul ein für alle Mal beseitigen. Was mache ich eigentlich? Hä? Oh, hier geht's nicht weiter. Toll. Sehr schön. Wieso bin ich dann hier lang gegangen? Warte mal. Ich dachte, wir müssen da lang. Ach, da wird es, glaube ich, wieder runtergehen. Das wird nicht so optimal. Komm schon. Oh, wieso bin ich dann da runtergefahren? Nur um mich mit diesen ekligen Gegnern anzulegen, oder? Na gut, machen wir das, was Morty nicht kann. Nehme ich hier und ganz cool wieder mal über die Wände hier zu gleiten. Und in der Hoffnung, dass keiner von diesen doofen Rittern kommt. Hm, also. Die sind ja schwach. Aber ganz ernsthaft, inzwischen ist mein neuestes Lieblingsding, gegen ganz viele Gegner zu kämpfen. Weil ich da so krasse Kombis aufbauen kann. Und ihr wisst ja, umso höher mein Kombo-Marker ist, umso mehr macht meine Attacken Schaden. Und das heißt, ich kann alles vernichten. Oder auch nicht. Die machen ganz normal Schaden. Wieso machen die ganz normal Schaden? Nice. Alter, Mann, Leilani, Mann, du bist ja hammergeil. Also, das haben wir schon gelesen, dass ihre Fähigkeit, dass sie durch Abwehr brechen kann, aber. So. Das ist natürlich geil, weil. Aber es kostet mich immer ein bisschen ID. Muss ich nicht einsetzen, aber trotzdem für die Hinterhand. Oh, wieder sexy Turani-Builder. Zack. Wir rushen da jetzt durch diesen blöden Palast durch. Was ist das Ding jetzt? Es ist wie ein Metal-Ghost. And yet, I sense something familiar about it. Whoa! Tungar! I forgot you were here! I'm a man of few words. What can I say? Whatever it is, let's knock it out! Huh? Was war denn das? Das ist ein Tungar-Klon, oder? Und wieso wird da gleich mal meine Hauptheldin am Anfang getötet? Ohne dass ich was machen kann, Mann. Das finde ich ja gar nicht geil, Mann. Dafür gibt's jetzt aber richtig Rache. Übrigens, das erste Mal, dass Tungas was gesagt hat, weil Tunga kann ja eigentlich gar nicht sprechen. Ich dachte ehrlich gesagt, er kann generell nicht sprechen. Aber freut mich natürlich, dass Tunga jetzt auch seine Worte gefunden hat, Mann. Tunga, ich habe gerade vergessen, dass du da bist. Ich kämpfe seit Ewigkeiten mit dir. Wir haben die härtesten Kämpfe überlebt. Ich war da, als du dich in diese riesige Monster verwandelt hast. Ich habe versucht, dich zu stoppen.
Sag mir nichts, tut mir leid. Also, komm. Aber ist das irgendwie sein böser Bruder? Weil der hat ja auch so eine Turban-Fähigkeit, Mann. Was mach ich denn? Naja, das war schlecht. Das war schlecht, Mann. Ich kann es aber trotzdem beenden. Ultimate ED Kamera! Das war aber schlecht, jetzt kann ich mich nicht heilen. War schön geblockt. So. Komm, das sollte lange. So, jetzt will ich aber mal gefälligst hier herausfinden, was du für ein Monstrum bist, Mann. Okay, kein Wort von Tunga. Na gut, es scheint scheinbar kein wichtiger Moment für ihn gewesen zu sein. Außer das erste Mal, dass er was gesagt hat, außer seinen Kampfspringen hier. Hätte ich mir zumindest ein bisschen mehr erwartet. Halt, Evildoers! Wow, there's three of you! Are you sisters? Well, yes, but we're mad at you. You beat up our dad. So do you like share clothes sometimes and stuff? Of course we do! It's economical! But our dad, Mara, you beat him up! Yeah, but we didn't kill him. That was Garuda. I want sisters. That seems so cool. You've got me and Razmi. I'm not her sister. That'd be gross. Aw, I love you guys too. But sisters, they like, get each other, right? Sometimes, but sometimes we don't. And now we're gonna get you. Aw, let's just be friends. Why are we fighting again? Our dad! Oh, right. Okay, if it'll make you happy. Bester Grund zu kämpfen aller Zeit, Mann. Ach, verdammt, Mann. Ich bin noch gar nicht eingestellt aus Kämpfen. Habe ich da gerade mehrere Schläge perfekt abgewehrt? Was ist denn da los, Max? Kannst du auf einmal kämpfen? Geht ja gar nicht! Das bin ich ein bisschen zu früh mit Tunga gestartet. Aber schon in Ordnung. Ganz entspannt, 250er Kombo. Also inzwischen klappt das eigentlich mit dem perfekten Konter halbwegs gut, Mann. So, tut mir leid, meine schönen Schwestern. Aber so wie es aussieht, trefft euch die Kettensäge! So, jetzt hat man mehr als 250er Kombo. Wir bekommen genau, deutlich mehr. Ganz knapp. Hey! Geht ja gar nicht. Na gut. Sollen wir es jetzt heilen? Nö, das lohnt sich nicht mehr. Tut mir leid, Sister. Happy now? No. See? Fighting isn't always the solution. Ajna, did those words actually come out of your mouth? Yeah, I changed my mind from earlier. We lost. Oh, it's okay. I'm sorry about your dad. But he was really being a jerk. Tarani really tried to save him, but he was too far gone. And then Garuda got to him. I lost my dad too. I know how terrible it feels. But revenge doesn't help anything. It only makes things worse. And anyway, you can come hang out with us anytime you get lonely. Thanks? You're welcome. We're gonna go beat up Garuda now. I'll give him an extra one for you. Bye! Aber ihr könnt natürlich gerne in unserem Kopf mitkommen, wenn ihr wollt. So, also, das lief irgendwie eigentlich ziemlich gut. So, ich hatte schon wieder Items. Aber ich sehe keine, hier. Ringsel. Ja, gut. Das ist ein bisschen eine Kack-Location, Mann. So. Mich nervt, dass wir bei Bossfight nicht immer mit dem vollen Leben anfangen. So, ich frage mich, ob Garuda seine Kampfstrategie geändert hat. Ihr wisst noch beim letzten Mal. Machen wir es so. Hä? Wartet. So. Da ist er ja mal weggeflogen und wir mussten ihn wieder angreifen. War ein bisschen madig.
Aber sollte eigentlich schaffbar sein, denke ich jetzt mal. Was machen wir denn das, Mann, Mädel? Hol den Sticker raus! So, ich gehe lieber da lang. Upp, upp, upp! Und nun, Round 2, Zeit, Gerudy Cruel, einfach alle mal fertig zu machen. Haben wir eine gute Party? Ich weiß nicht, aber wir haben wahrscheinlich geschaffen. So, wahrscheinlich muss ich mir jetzt mal dahin hängen. So you made it through my den of fighters. The King of the Weaklings is here to make me eat my words. Is that it? Lion Rider would be ashamed of what you've become. That old fool. I have no use for masters, so save your sob story. Mara thought he was master to me, and I crushed him under my foot like a bug. Fine. If all you respect is strength, I'll show you which of us is stronger. I'm feeling generous, so I'll allow your little friends to join in. Like you could have stopped us. All aboard the pain train. Meep meep, pain train. Also, Nein! Jetzt könnte es echt übel werden, warte mal. Scheiße! Scheiße! Ich bräuchte Semmel für diesen Kampf. Unbedingt hätte ich Semmel für diesen Kampf gebraucht. Das war natürlich jetzt das erste schlechtes Kombo. Ihr wisst ja, das Problem an Garuda Cool. Genau das da. Also, erstmal mit Tunga müssen wir jetzt immer am Anfang angreifen. Dann rühren, 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 rühren. Dann. Hier kommt der Pain Train! Und dann war's das schon. So, jetzt fliegt er wieder weg. Genau, wir müssen eigentlich nur auf seine Sturmattacke aufpassen. Das ging mir jetzt echt ein bisschen zu schnell, Mann. Das war jetzt so krass, Mann. Der war direkt aus dem Kampf rausgekommen. Und schon hat er seine Special Move rausgehauen, Mann. Das war gar nicht so nett von dir. Spinning Kick! Ultimate of Doom, Mann. So, Hälfte des Lebens weg. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, außer dieser einen Attacke scheint jetzt keine allzu großen neuen Fähigkeiten zu haben. Aber ich kann nochmal einen Angriff starten. Bringt mir jetzt nicht unbedingt viel. Aber ist doch ganz nett. So, heilen wir nochmal und kommt fliegt wieder weg. Haha! Deswegen muss man muss in diesem Kampf eigentlich immer nur konstant laufen. Wenn man läuft, dann hat man eigentlich gewonnen, Mann. Scheiße, Alter. Ach so, weil ich ihn jetzt hier in der schwachen Phase erwischt habe, gell? Bernd was. Oh, das war jetzt ziemlich unangenehm. Scheiße. Boah, das war knappe Angelegenheit, Mann. Zum Glück hat er den jetzt rausgehauen. Schade. Ich war jetzt ein bisschen enttäuscht, Mann. Ich dachte jetzt hier, ich habe da 5 Balken eingesetzt, Mann. Und so richtig Schaden hat das jetzt nicht gemacht. This defeat means nothing. You had help. One on one, I would have left you gasping for breath. True strength doesn't come from isolation. I understand that now. It comes from working with others, people you trust. You don't have even one person you trust, do you, Garuda? Who cares? I know you, Naga Rider. You want nothing more than to deliver the final blow. In your heart, you're a man's man. A one-on-one fighter. But I won't let you have the satisfaction. Goodbye, weaklings. Witness true strength. Wait, no! Naga Rider. It's all right. This is the end he chose for himself. I mourn the man he was, not the man he became.
I could feel Kala's influence in him too. This city is in trouble if it spreads. Yes, we have to cleanse it. Right, so take my hand. What? Use my ED. I'm full of the stuff now. We can do this, together! I can't have you draining all your power. I don't want to lose a precious friend a second time. Oh, look, Sao, how you've grown. You're right, we are stronger together. Let us cleanse this place. Be cleansed and know strength! Tai Krung has been purified. The Oma addictions are under control, and the people are returning to some semblance of normalcy. I couldn't have done it without you, Ajna. And I couldn't have done it without you. I owed the city a debt for leaving it the way I did. I thought I could either defeat Kala or help this city. I didn't see that in order to do one, I had to do the other. We can defeat her, Ajna. I can feel it. This time will be different. And I'm coming too. No, don't the people here need you? Already they have begun to help each other, and to rebuild. This city will be fine on its own for a short while. I will join you to defeat Kala, and make my return. And so, I'm here! We'll take all the help we can get, even if it's from a giant sociopath. Yay, Naga Rider! I see we have a rider in training among us. Du hast den wilden Schnitt gelernt. Wenn du in der Luft bist, kannst du Pfeiltasten und einen wilden Schnitt nach vorne zu fliegen. Okay, das war der Plan. Ich denke, wir haben nun eine Möglichkeit gefunden, hier an neue Orte zu gelangen. Also, ach ja, hier geht's zum Mara dann. Da will ich jetzt aber nicht mit hin. Warte mal. Ich will zu dieser blöden Inkarnation hin. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will da hin. Aber das könnte jetzt ein bisschen dauern. Naja, okay. Jetzt ist die Frage. Warte mal. Also, jetzt können wir endlich hier durch die... diese Gegenden. Und... Tarani! Das ist dein Secret Raum hier gewesen, oder? Das heißt, wir können jetzt hier endlich an diese Flächen hier gehen, was natürlich bedeutet, ein großer Schritt in die richtige Richtung. So, zack. Ja, jetzt könnte man uns hier natürlich direkt nach Kanul warpen. Da unten geht es übrigens gar nicht weiter, also dieser Ocean of Milk, das ist so ein Fake Ocean of Milk. Wie komme ich? Ich komme doch gar nicht in die Stadt, fällt mir mal gerade so doof auf. Ist mir jetzt wurscht. Ich gehe zum Freya Port. So, jetzt habt ihr es nämlich. Turm der Weisheit, genau. Weil, wir müssen auch mal besprechen, nach dass hier irgendwie alles ein bisschen schief gegangen ist. Wenn es mich interessiert. You're not Anwu at all. And neither are you. I'm Jing Fei, Anwu's apprentice. Where's Anwu? She's dead. What? Just kidding. I mean, she went to Kanul. Don't scare me like that. Uh-oh. Anyway, Anwu asked me to give you this feather. A feather? Anwu blocked the chakra gate to Kanul when she left, but this feather will let you through. Oh, was it blocked? Didn't you notice? And how did you know? Do you have access to the ley lines too?
I'm Angwoo's favorite. She tells me everything. Because I'm so cute. Oh, I see. Just, maybe don't tell her I said that. Well, bye! Ich will wissen, was da hinten ist, Mann. Das ist für mich jetzt eigentlich Frage Nummer 1, Mann. So. Habt ihr schon die Neuigkeiten gehört? Welche Neuigkeiten? Es heißt, dass Color wieder da ist. Oh, ja, das habe ich auch schon gehört. Seid einfach vorsichtig. Heutzutage scheint ständig irgendwas los zu sein. Ich habe den Eindruck, dass alles gut ausgehen wird. Das freut mich. Aber ich mache mir halt einfach Sorgen. Pass bis dahin gut auf dich auf. Auch du. Wir tun unser Bestes. Nein. Du, das ist mir nicht. Ich will jetzt lieber hier diese schönen Wände kaputt machen. Genau. Aber nach oben kann ich... Wahrscheinlich gibt es später noch einen Move, mit dem man nach oben stechern kann. Den werden wir ganz sicher am Eisenkönigreich lernen. Weil da gab es viele von diesen Gegnern. So, übrigens, ich habe jetzt einen Plan, wieso ich jetzt hier eigentlich hingeratscht bin. Also, auch wenn es immer interessiert war, mit Angwoo hier zu reden. Mein eigentlicher Plan ist es... Botze? There it is, the tail tool. Just as much of a boat as it ever was. But no Bautzai to be seen. She's probably getting soused on alcohol. She's gotta stop drinking that stuff. Hopefully she's at least sober enough to helm the ship. Muss ich sie jetzt erst finden, oder wie? Ah, das kotzt mich jetzt an, Mann. Wisst ihr, ich wollte eigentlich nur, ich wollte es eigentlich nur nochmal von vorne nach Tai Krung rein, weil da hätte ich gewusst, wo ich da hingehen muss. Ansonsten muss ich jetzt einen ewig langen Umweg, glaube ich, gehen, Mann. Das kotzt mich gerade ein wenig an. Und ich kann einfach noch nicht hoch. Oder warte. Oh doch, ich kann da. Ich weiß es. Ich weiß es. Aha. Ja. Oh, übrigens, hier ist sie. Oder? Ich dachte, weil hier eine Bar ist. Verdammte Mist! Hey, was ist los? Mein Hut ist kaputt. Ich kann mir die Teile für eine Reparatur nicht leisten. Oh, bist du eine Musikerin? Ha, Musikerin! Eine Handvoll von Lakaien des Eisenkönigs haben mein Hut zerstört, weil sie meinten, ich solle nicht an öffentlichen Orten spielen. Ich will doch nur reisen und meine Musik verbreiten. Auf der Welle mitreiten, weißt du? Ja, ich weiß. Es ist so frustrierend, weil ich weiß, dass ich hier nicht reparieren kann. Aber ich habe die Materialien nicht. Was genau brauchst du denn? Monstereingeweide von Tai Krung für die Seiten, Monsterholz aus Kanul für das Gehäuse und Monsterzähne aus dem Eisenkönig für Neuwirbel. Obwohl ich auch Soldatenzähne nehmen würde. Die sind so klein, selbst das, ich weiß das. Du hast recht, ich will es ihnen nur den Nase reiben. Hey, mach dir keine Sorgen, ich kann dir alles besorgen. Wirklich, das würdest du für mich tun? Klar, ich mag Musik. Danke, ich bin Sarah und ich weiß deine Hilfe wirklich zu schätzen. Ich bin Ajna, ich helfe allen, die ich sehe. Weil ich mich nicht aus den Angeleiten anderer raushalten kann. Naja, ich halte dich nicht auf. Viel Glück damit. Komm, sprich mit mir, wenn du noch mal wissen willst, welche Materialien finden musst. Und wo finde ich die? Hä, da kommt man doch ganz normal rüber. Wieso? Bin ich da sonst? Obwohl, ja. Das geht jetzt aber wiederum schlecht. Also habe ich mich gerade so gut gefühlt. Yo, wieder ein Ringsel mehr für mich. Und dann siehst du einen Ringsel, was noch viel weiter weg ist. Das ist natürlich sehr schön. Ja, das ärgert mich jetzt, Mann. Ich will in Tai Krung eigentlich noch diese Inkarnation schaffen, weil ich glaube, das könnte bedeuten, dass wir da einen neuen Charakter finden. Oh. Eisenkönigreich oder Kanuel? Was ist das? Das ist ein Chakra-Tor, die haben wir noch nicht. Also eins von denen muss ja der Turm wieder sein. So. Ich denke, wir machen das jetzt einfach ganz leicht. Wir werden jetzt hier noch ein bisschen hinlatschen. So, wenn Rotti mal fertig ist. Wir werden uns die Inkarnation anschauen. Ich denke mal, zum Hafen lohnt sich eh nicht. Dann zu gehen, dann müssen wir eh den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Dann machen wir das jetzt einfach ganz easy peasy, damit ihr jetzt nicht die ganze Zeit den unnötigen Umweg wieder habt. Werde ich jetzt hier den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. Werde dann... Mit der überhaupt raus? Ich weiß nicht. Werde hier zu dieser Inkarnation laufen, in der Hoffnung, dass ich da überhaupt hinkomme. Und dann beim nächsten Part
werden wir dann schauen, was er ist. Wenn dann nichts ist, dann ärgere ich mich. Aber da wird schon was Schönes sein. Dann würde ich sagen, oh, übrigens das Bild von seinen Töchtern. Bitte, das ist nett. Kommen aber scheinbar mehr nach der Mutter. Nun gut, dann machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Let's Play Indivisible in der Hoffnung, dass uns da irgendwas Saucooles erwartet. Und übrigens, ich möchte nochmal anmerken, mich hat schon mal interessiert, was hier aus Tungas Spiegel geworden ist. Das hätte mich irgendwie schon interessiert, aber nun gut. Wird vielleicht irgendwann mal nochmal wichtig werden. So. Oh! Und der Stimme ist schon wieder da. Und ich höre den Ring jetzt, aber ich weiß nicht, wo er ist. Naja. Zumindest dann geht es beim nächsten Mal weiter hier mit Let's Play Indivisible. Ich war's dann, euer Dimsimafix, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.